A child said, "What is the grass?" fetching it to me with full hands. How could I answer the child? I do not know what it is any more than he. I guess it must be the flag of my disposition, out of hopeful green stuff woven. Or I guess it is the handkerchief of the Lord, a scented gift and remembrancer, designedly dropped, bearing the owner's name some way in the corners that we may see and remark and say, whose? Or I guess the grass is itself a child, the produced babe of the vegetation. Or I guess it is a uniform hieroglyphic, and it means sprouting alike in broad zones and narrow zones, growing among black folks as among white. Canuck, Tuckahoe, Congressman, Cuff, I give them the same, I receive them the same. And now, it seems to me, the beautiful uncut hair of graves. Tenderly will I use you, curling grass. It may be you transpire from the breasts of young men. It may be, if I had known them, I would have loved them. It may be you are from old people and from women and from offspring taken soon out of their mother's laps. And here you are, the mother's laps. This grass is very dark to be from the white heads of old mothers, darker than the colorless beards of old men, dark to come from under the faint red roofs of mouths. Oh, I perceive, after all, so many uttering tongues, and I perceive they do not come from the roofs of mouths for nothing. Ein Kind sagte, was ist das Gras? Und brachte es zu mir mit vollen Händen. Was konnte ich dem Kind antworten? Ich weiß es doch selbst nicht besser. Vielleicht ist es die Flagge meines Charakters, gewoben aus hoffnungsvoll grünem Stoff. Oder vielleicht ist es das Taschentuch des Herrn, ein duftendes Geschenk und Andenken, absichtlich fallen gelassen, mit dem Namen des Besitzers irgendwo in der Ecke, sodass wir ihn sehen und bemerken und sagen, von wem? Oder vielleicht ist das Gras selbst ein Kind, ein Kindlein hervorgebracht von der Pflanzenwelt. Oder vielleicht ist es eine universelle Hieroglyphe und bedeutet, sprießt überall gleich in breiten und schmalen Zonen, wächst unter Schwarzen wie unter Weißen, der Canuck im Norden, der Tuckahoe im Süden, Kongressabgeordneter, Kaff, der Schwarze. Ich behandle sie gleich. Sie sind für mich gleich. Und jetzt scheint es mir das wunderschöne, ungeschnittene Haar von Gräbern. Zärtlich werde ich umgehen mit dir, gekräuseltes Gras. Vielleicht sprießt du aus der Brust junger Männer. Vielleicht hätte ich sie geliebt, wenn ich sie gekannt hätte. Vielleicht bist du von Alten und von Frauen und von Kindern, den Schößen ihrer Mütter zu früh entrissen. Und hier bist du der Schoß der Mütter. Dieses Gras ist zu dunkel, um von den weißen Köpfen alter Mütter zu stammen. Dunkler als die farblosen Bärte alter Männer. Zu dunkel, um aus dem blassroten Gaumen des Mundes zu kommen. Oh, ich sehe doch so viele sprechende Zungen. Und ich sehe, dass sie nicht umsonst aus den Gaumen der Münder kommen. Total geblendet. Ja, liebe Gäste, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich darf Sie im Namen des Rektorats, das auch hier vorne sitzt, ganz herzlich willkommen heißen
zu der Buchvorstellung von Leaves of Grass, Grashalme von Walt Whitman. Ein ganz besonders herzliches Willkommen geht an Herrn Müller-Stahl, der hier vorne sitzt, und seine Frau. Herzlichen Dank dafür, dass Sie hierher gekommen sind. Sie haben ja die weite Anreise aus Lübeck nicht gescheut. Ich habe gerade eben erfahren, dass es 5 Stunden Fahrt waren. Danke dafür, dass Sie das auf sich genommen haben. Ebenso herzlich will ich willkommen heißen Walter Grünzweig und sein Team, das die Übersetzungen vorgenommen hat. Und ich habe Sie noch nicht getroffen, aber willkommen auch den Vertretern des Rimbaud Verlages, der das Buch eben verlegt. Wir haben die Veranstaltung hier gerade begonnen mit einer Frage, mit der Frage eines Kindes: What is the grass? Fragen sind natürlich ein idealer Startpunkt für eine Veranstaltung an einer Universität, weil Fragen ja schließlich der Ausgangspunkt von Forschung und Wissenschaft sind. Die spezielle Frage, die hier gestellt wurde, die rekurriert darauf, welche Schwierigkeit und welche Herausforderung und welcher Reiz es zugleich sind, solche Gedichte zu übersetzen, hier vorzutragen und zu konsumieren. Ich bin mir sehr sicher, dass Walter Grünzweig in seinem nächsten Beitrag darauf eingehen wird. Ich bin schon sehr gespannt. Ich habe ihm auch versprochen, dass ich mich äußerst kurz fassen will, weil es ja schon mal gar nicht heute um mich geht, sondern es geht um die Studierenden, die das Projekt vorangetrieben haben. Es geht natürlich auch um Herrn Müller-Stahl. Ich darf aber darauf hinweisen, dass das nicht das erste kollektive Übersetzungsprojekt der Amerikanistik war. Da gab es schon mehrere, aber in dem speziellen Fall heute haben sich 80 Personen daran beteiligt, Mitarbeitende und Studierende, vor allem eben Studierende. Und vor dem Hintergrund finde ich es ganz besonders toll, dass Sie, Herr Müller-Stahl, dieses Projekt mit dem Bild von Walt Whitman, wir haben es gerade eben schon mal gesehen, bereichert haben. Das war sicher eine große Motivation für die Studierenden, eben das Projekt voranzutreiben. Ich finde das, wie eben gesagt, großartig und herzlichen Dank dafür, dass Sie eben dieses Projekt unterstützt haben, dass er heute in gewissem Sinne seinen Höhepunkt hat oder auch den Abschluss findet, weil wir heute eben die Ergebnisse dieses Projektes, gerade eben haben wir schon ein Gedicht gehört, vorgestellt bekommen. Damit will ich es eigentlich auch schon gut sein lassen. Ich bin sehr gespannt auf das, was wir heute Nachmittag noch erleben, und wünsche uns alle einen unterhaltsamen Nachmittag. Walter. Magnificenz Bayer, liebe ProrektorInnen, Kanzler, sehr geehrte Frau Müller-Stahl, sehr geehrter Herr Müller-Stahl, liebe ÜbersetzerInnen, liebe FreundInnen Walt Whitmans. Ich danke dem Rektor für seine Worte und ihm und unserer Universität für die Unterstützung dieses Projekts. Und insbesondere meinen KollegInnen an der Anglistik, Amerikanistik und der ganzen Fakultät Kulturwissenschaften. Dass ein so außergewöhnliches Vorhaben möglich war, beweist auch, dass die Technische Universität Dortmund etwas ganz Besonderes ist. Walt Whitman ist in unserer Stadt kein Unbekannter. Im Jahr 2019 feierten wir seinen 200. Geburtstag mit vielsprachigen Lesungen und multimedialen Beiträgen im Dortmunder Rathaus. Seit Mai 2022, also ein paar Monate, fahren über 60 Walt Whitman U-Bahnen durch die Stadt, die Gedankenzüge mit Whitman-Zitaten in 9 Sprachen. Eine Bahn verkündet Whitmans Message vom Experiment Demokratie sogar außen in großen Lettern. Einem Lyriker und Übersetzer dieser Stadt, Jürgen Brokan, verdanken wir den umfangreichsten Whitman in deutscher Sprache, die Ausgabe letzter Hand von 1891. Und heute präsentieren wir die 2-sprachige Erstausgabe von Whitman aus dem Jahr 1855 mit dem Titel Leaves of Grass, Grashalme. Dortmund ist eine Whitman-Stadt. Das Experiment Demokratie, diese Metapher Whitmans, die wir für das U-Bahn-Projekt gewählt haben, charakterisiert sein ganzes Werk. Gerade in diesen Tagen verweist es auf die tiefe Wahrheit, dass uns die Demokratie nicht auf Dauer geschenkt wurde, sondern dass sie immer wieder neu interpretiert und verteidigt werden muss. Demokratie
So sehr wir uns ihre dauerhafte Festigung auch wünschen mögen, bleibt ein Experiment. Auch Walt Whitmans Werk war ein Experiment. Schon immer gab es regelbrechende Lyrik. Aber was im Jahr 1855 geschah, war neu in der Weltliteratur. Die Leaves of Grass sahen schon von außen ungewöhnlich aus. Großformatig, mit einem interessanten, dreidimensional strukturierten Cover. Einem Titelblatt ohne Autorennamen, einem Vorwort in zwei Spalten, das an Periodika erinnerte. Normalerweise füllt Lyrik ja nur einen kleinen Teil einer Seite aus, aber hier war das anders. Walt Whitmans Lyrik nahm einen Großteil der Seiten ein. Sie sah fast aus wie Prosa. Und auch wenn sie nicht so klang, so hörte sie sich doch auch nicht wie traditionelle Lyrik an, wie Sie an der eingangs gelesenen Passage merken konnten. Das ist doch gar kein Gedicht, sagen viele, wenn sie zum ersten Mal Whitman hören. Und tatsächlich, es fehlt der Reim, es gibt keinen regelmäßigen Versrhythmus und auch eine Strophenstruktur ist kaum zu erkennen. Für Whitman war dies die Befreiung der Lyrik, ein Äquivalent zur Befreiung des Menschen durch die Demokratie. Das drückt sich auch thematisch inhaltlich aus. Die traditionelle Blume des Gedichts ist ja die Rose. Bei Whitman ist es das Gras. Demokratisierung in der botanischen Symbolik. Die Grashalme sind ein Äquivalent zur Masse der Menschen. Aber anders als beim Gras ist diese Masse vielfältig. I resist anything better than my own diversity, sagt er. Ich widerstehe allem leichter als meiner eigenen Vielfalt. Whitman steht auch am Beginn des Diversitätsdiskurses unserer Tage. Schwarzen, Deklassierten, Marginalisierten und Frauen gibt er eine Stimme und verweist damit gleichzeitig darauf, dass auch die amerikanische Demokratie, wie jede Demokratie, unvollständig ist und verbessert werden kann und muss. Berühmt ist er insbesondere dadurch geworden, dass er in seinem Werk Homoerotik und Homosexualität anspricht, ja eine Sprache dafür sucht und findet. Nicht umsonst ist er weltweit eine Ikone der Schwulenbewegung beziehungsweise später des LGBTQ-Movement geworden. Whitmans demokratische Vielfalt sollte auch im Übersetzungsprozess zum Ausdruck kommen. Wir hatten bereits früher studentische Übersetzungsprojekte durchgeführt, wie der Rektor gerade gesagt hat, und publiziert, so etwa die Lyrik Jimmy Carters und der afroamerikanischen Autorin June Jordan. Die Whitmansche Übersetzerinnengruppe jedoch hatte eine andere Dimension. Ganze 79 Namen finden sich auf dieser Liste, einige von ihnen Mitarbeiterinnen der Amerikanistik, die große Mehrzahl Studierende aus 4 Seminaren. Ein Eigentum an Teilen des Buches kann es nicht geben. Zwar haben Einzelne und Kleingruppen bestimmte Passagen und Gedichte übersetzt, aber diese Übertragungen wurden wieder und wieder bearbeitet, sodass man von einem kollektiven deutschsprachigen Whitman sprechen kann, wobei auch Nicht-Deutschsprachige, vor allem auch US-amerikanische Studierende und DozentInnen, ihren Beitrag leisteten. Liebe Übersetzerinnen und Übersetzer, euer Werk, eure übersetzerische Leistung, euer Engagement sind der Anlass unserer Veranstaltung heute und euch möchte ich sehr herzlich hier danken und gratulieren. Natürlich bedarf ein solches Projekt auch mannigfaltiger Unterstützung. Die kam vor allem von jemandem, den man international als den Whitman Pope bezeichnet. Professor Ed Folsom aus Iowa, Fulbright Gastprofessor an unserer Universität und oftmaliger Besucher, der, so muss man das sagen, mehr über Whitman weiß, als dieser selbst über sich wusste. Für fachliche weitere Unterstützung mussten wir oft nicht lange suchen. Der Direktor des Dortmunder Zoos, Dr. Frank Brandstetter, beriet uns ausführlich bei der Übersetzung der Whitmanschen nordamerikanischen Fauna.
Der Direktor des Botanischen Gartens Rombergpark, Dr. Patrick Knopf, schenkte uns großzügig seine Expertise über die amerikanische Flora, die bei Whitman weit über das Gras hinauswächst. Dr. Astrid Kemmerling und Hannah Rodewald, zwei amerikanistische KunstwissenschaftlerInnen und KünstlerInnen unserer Universität, beantworteten kunstgeschichtliche und ästhetische Fragen. Viele weitere ExpertInnen wären hier zu nennen. Sie finden sich im Nachwort. Ich danke Ihnen allen herzlich. Als das Manuskript abgeschlossen war, stellte sich die Frage nach dem Verlag. Glücklicherweise gab es so etwas wie einen logischen Publisher, und das auch noch in Nordrhein-Westfalen, nämlich Raimbaud, der Raimbaud Verlag in Aachen. Einem Verlag, der den Namen eines großen Vertreters der europäischen Moderne trägt, ist Whitman als frühest Moderner tatsächlich höchst affin. Der Raimbaud Verlag hatte bereits zwei Bände mit Whitmans Lyrik auf Englisch und Deutsch vorgelegt, und zwar Liebeslyrik in der Übersetzung von Frank Schablewski und den Gedichtzyklus Lebenseiche Moos behangen in der Übersetzung von Heinrich Detering. Beide gab es vor den Raimbaudschen Ausgaben in dieser Form weder auf Englisch noch auf Deutsch. Trotzdem war die Aufnahme unserer Übersetzung ins Verlagsprogramm nicht selbstverständlich. Und wir sind insbesondere dem Leiter des Verlags, Bernhard Albers, für seinen Wagemut und seine Unterstützung zu Dank verpflichtet. Unser Dank gebührt auch dem Verlegerdrucker aus Weilerswist, Ralf Liebe, der das Kunststück geschafft hat, der ungewöhnlichen Erstausgabe von 1855 ein europäisches Äquivalent an die Seite zu stellen. Dabei war sein historisches Verständnis der Buchproduktion von enormer Bedeutung. Für Whitman, nach Selbstdefinition Poet des Körpers und der Seele, hatten seine Bände auch physiologische Bedeutung. Mein Freund, das ist kein Buch. Wer das berührt, berührt einen Menschen. Dieser Band ist Dietrich Groh gewidmet, dem langjährigen Haushaltsdezernenten und Stellvertreter der Kanzleruniversität, der im Jahr 2020 leider allzu früh verstarb. Er und seine Frau, Kammerschauspielerin Barbara Blümel, haben die Arbeit der Dortmunder Amerikanistik, insbesondere die Publikation ihrer Ergebnisse, viele Jahre lang unterstützt. Und ich freue mich, dass unsere Freundin Barbara Blümel hier ist. Wie oft hat sie mit und für uns an der TU Dortmund und im Dortmunder Literaturhaus schon gelesen. Die Frage, die sich nach all dem noch stellte, war die nach dem Porträt. Das international bekannte ikonische Bild Whitmans ist jenes, das ihn als weisen Propheten zeigt. In der Erstausgabe dagegen findet sich ein Stich nach einer verschollenen Daguerreotypie. Dieses frühe Bild war lange Zeit kaum bekannt. Schriftsteller wurden damals mit einem manierlichen Brustbild dargestellt, aber dieser hier steht ganz unpoetisch mit Hose. Inexpressibles, die Unaussprechlichen, sagte man damals im 19. Jahrhundert, einem offenen Hemd, den Kopf keck zur Seite und mit einem Hut, der doch in Ehrfurcht vor dem geneigten Leser hätte abgenommen werden sollen. Ein proletarisches, jedenfalls aber ein egalitäres Profil, glaubten viele darin zu erkennen. Ein Bild, das den demokratischen Charakter des Buches ausdrückte. Hätten wir dieses Bild einfach reproduzieren sollen? Wir haben es zwar im Band behalten, es findet sich ganz am Ende des Buches, aber als Leitbild haben wir nach einem malerischen Update gesucht. Es war im Sommer 2020, als ich in Frankreich ganz intensiv über die Frage des Was und Wer nachdachte und erinnerte mich schließlich an eine Ausstellung mit Porträts von Armin Müller-Stahl. Und als ich mir dann die ganze expressive Vielfalt der von ihm gemalten Künstler und Schriftsteller ansah, diesen Kanon der Kreativität, wusste ich, wenn irgendwie möglich, dann der. Über seinen Freund Björn Engholm und den Lübecker Galeristen Frank Thomas Gaulin wurde ein Kontakt hergestellt und nur wenige Tage später hörte ich von Frau Gabriele Müller-Stahl, dass ihr Mann gerne ein Porträt Whitmans malen würde.
Gemalt hat er dann schließlich drei. Das ist dasjenige, das genommen wurde, weil es das Äquivalent zur Daguerreotypie, zum Stich in der ursprünglichen Ausgabe war. Aber es kamen noch zwei andere in Frage, die ich Ihnen hier auch, und zwar zum ersten Mal, vor einem größeren Publikum zeigen möchte. Vor allem mit dem dritten haben auch viele liebäugelt. Ich werde nie den Tag vergessen, als ich die Mail von Frau Müller-Stahl erhielt. Armin Müller-Stahl war immer einer meiner Lieblingsschauspieler gewesen. Lola, das Porträt eines aufrechten Baudezernenten, der im kleinstädtischen Sumpf untergeht, von Werner Fassbinder. Music Box, der Film über einen ungarischen Kriegsverbrecher, der in die USA ausgewandert war, von Konstantin Costa Gavras. Avalon, ein Migrantenfilm von Barry Levinson. Der Kultfilm Night on Earth von Jim Jarmusch. Shine, für den Müller-Stahl 1991 für den Oscar nominiert wurde. Die Filme rund um Thomas Mann, die Buddenbrooks und die phänomenale filmische Familienbiografie Die Manns. All das gehört zu meiner und vieler anderer grundlegenden filmischen Sozialisierung. Dazu noch die beiden Filme basierend auf dem Roman seines Freundes Jurik Becker, Jakob der Lügner. Einmal 1974 in der DDR, dann ein Vierteljahrhundert später in Hollywood mit Robin Williams, als filmische Doppelung ein einzigartiges Phänomen in der Filmgeschichte. Ja, und natürlich die Akte X. Armin Müller-Stahls Biografie passte so richtig zu unserem Band. Mit ihm haben wir zunächst einen dreifachen Deutschen, den des sogenannten Deutschen Ostens. Er wurde in Tilsit im Memelland, heute Sowjetsk, im russischen Kaliningrader Oblast geboren. Dann den Bürger der DDR, wo er seine erste phänomenale Karriere machte. Schließlich den gefeierten Schauspieler in der BRD, bevor er sich entschloss, nach Hollywood auszuwandern. Zumindest für eine ganze Zeit lang. Ein solcher dreifacher Deutscher mit einer transatlantischen Karriere bot sich doch wirklich an, auf der Suche nach einem Maler, der ein Whitman-Porträt mit Hosen für eine deutsche Übersetzung eines amerikanischen Buches, also ein transatlantisches Projekt, schaffen würde. Müller-Stahls Bilder zeigen eine künstlerische und persönliche Beziehung zu den von ihm Porträtierten. Das erkennt man ganz besonders eindrucksvoll in seinem letzten Band, Jüdische Freunde, Schicksale, Weggefährten, Porträts, in dem sich viele seiner Friends and Companions, vor allem auch jüdischer Friends und Companions natürlich finden. Das Buch wird morgen in Anwesenheit des Künstlers um 18 Uhr im Dortmunder Museum für Kunst- und Kulturgeschichte vorgestellt, im Verbund mit einer Ausstellung von Bildern aus eben diesem Band. Unser Publikum heute ist auch zu dieser Veranstaltung herzlich eingeladen. Lieber Herr Müller-Stahl, liebe Frau Müller-Stahl, wir danken Ihnen sehr herzlich, dass Sie nach Dortmund gekommen sind. So feiern. So feiern wir heute Text, Übersetzung, Buch und Bild. Und auch Leser und Leserinnen. Whitmans Worte aus der Vorrede kann dabei Motto sein. Ein großes Gedicht gehört über Generationen hinweg der Gemeinschaft und allen Rängen und Hautfarben und Religionsgemeinschaften und der Frau genauso wie dem Mann und dem Mann genauso wie der Frau. Ein großes Gedicht ist nie abgeschlossen, sondern vielmehr immer ein Anfang. Dankeschön. I resist anything better than my own diversity, and breathe the air and leave plenty after me, and am not stuck up, and am in my place.
The moth and the fish eggs are in their place. The suns I see and the suns I cannot see are in their place. The palpable is in its place, and the impalpable is in its place. These are the thoughts of all men in all ages and lands. They are not original with me. If they are not yours as much as mine, they are nothing or next to nothing. If they do not enclose everything, they are next to nothing. If they are not the riddle and the untying of the riddle, they are nothing. If they are not just as close as they are distant, they are nothing. This is the grass that grows wherever the land is and water is. This is the common air that bathes the globe. This is the breath of laws and songs and behavior. This is the tasteless water of souls. This is the true sustenance. It is for the illiterate. It is for the judges of the Supreme Court. It is for the federal capital and the state capitals. It is for the admirable communes of literary men and composers and singers and lecturers and engineers and savants. It is for the endless races of working people and farmers and seamen. This is the trill of a thousand clear cornets and scream of the octave flute and strike of triangles. I play not a march for victors only. I play great marches for conquered and slain persons. Ich widerstehe allem leichter als meiner eigenen Vielfalt und atme die Luft und lasse noch reichlich übrig und bin nicht hochnäsig und bin an meinem Platz. Die Motte und die Fischeier sind an ihrem Platz. Die Sonnen, die ich sehe und die Sonnen, die ich nicht sehen kann, sind an ihrem Platz. Das Greifbare ist an seinem Platz. Und das Ungreifbare ist an seinem Platz. Das sind die Gedanken aller Menschen, aller Zeitalter und Länder. Sie stammen nicht von mir. Wenn sie nicht deine, genau wie meine sind, sind sie nichts oder fast nichts. Wenn sie nicht alles einschließen, sind sie fast nichts. Wenn sie nicht das Rätsel und die Auflösung des Rätsels sind, sind sie nichts. Wenn sie nicht ebenso nah wie fern sind, sind sie nichts. Das ist das Gras, das überall wächst, wo Land ist und Wasser. Das ist die allen gemeinsame Luft, in der der Erdball badet. Das ist der Atem der Gesetze und Lieder und des Verhaltens. Das ist das Wasser der Seelen. Es hat keinen Geschmack. Das ist die wahre Nahrung. Es ist für die Ungebildeten. Es ist für die Richter des Supreme Court. Es ist für das Kapitol in Washington und das Kapitol in jedem Bundesstaat. Es ist für die großartigen Gemeinschaften der Literaten und der Komponisten und Sänger und Redner und Ingenieure und Gelehrten. Es ist für die endlosen Massen der arbeitenden Menschen und Bauern und Seeleute. Das ist das Trillern von tausend lauten Trompeten und der Schrei der Piccoloflöte und der Schlag von Triangeln. Ich spiele meinen Marsch nicht nur für Sieger. Ich spiele großartige Märsche für besiegte und gefallene Menschen. Alle, die heute den Weg hierher gefunden haben, begrüße ich ganz herzlich im Namen meiner Kollegin Julia Sattler, Vertretungsprofessorin an der Amerikanistik und Lyrikspezialistin
und mir, Randi Gunzenhäuser, Professorin für Amerikanistik und Medien. Und wir werden heute die Podiumsdiskussion moderieren. Und unsere Gäste sind zum einen Walter Grünzweig, Senior Professor für amerikanische Literatur und Kultur an der TU Dortmund und Initiator der Whitman-Übersetzung. Er fungiert als Gastgeber. Lillian Hachenberg, studentische Beteiligte an dem Übersetzungsprojekt, hat im Bachelor Evangelische Theologie und Englisch sowie im Master Angewandte Literatur- und Kulturwissenschaften an der TU Dortmund studiert und arbeitet nun bei der Stadt Dortmund. Und sie hat während ihres Studiums ein akademisches Jahr an der University of Iowa in den USA verbracht, also genau dort, wo die Expertise für Walt Whitman auch sitzt. Und dann natürlich unser Ehrengast, Armin Müller-Stahl, den wir in der nächsten Stunde hoffentlich etwas näher kennenlernen werden. Willkommen! Meine erste Frage geht an Walter Grünzweig, der sich, wie gesagt, seit vielen Jahren mit dem Werk Walt Whitmans auseinandersetzt. Walter, wie kam es denn eigentlich zu dieser besonderen Verbindung zu diesem Autor? Und erinnerst du dich an deine erste signifikante Begegnung mit Whitman? Naja, wir haben ja natürlich in der Ausbildung sowohl in den Vereinigten Staaten wie auch in Graz, wo ich also mein Studium durchlief, Whitman gelesen. Aber ich habe halt immer versucht, der Lyrik auszuweichen, wie auch sehr viele Studierende bei uns das tun und wahrscheinlich überall auf der ganzen Welt. Und dann habe ich also meine Masterarbeit über einen Romancier, Herman Melville, geschrieben, meine Dissertation zu einem Romanschriftsteller. Und dann sagte mir ein amerikanischer Professor in New York, sagt, jetzt musst du aber mal ein bisschen aus der Prosa raus und du musst mal ein anderes Genre machen, Drama oder Lyrik. Ich sage, Drama weiß ich nicht. Und Lyrik habe ich Angst vor. Sagt er, ja, dann vielleicht Whitman. Da heißt es nämlich, er ist ein Lyriker, aber er klingt wie, wie ein Prosa-Schriftsteller. Habe ich mir ihn angesehen und bin dann also quasi aus meiner Angst vor Lyrik, witzigerweise, bei einem Lyriker gelandet und seitdem eigentlich bei Whitman geblieben. Und Whitman war gut zu mir. Ich habe meine Habilitation zu Whitman gemacht. Und Whitman war irgendwie, glaube ich, auch, wenn ich mir das so anschaue, gut zu meinen Studierenden. Es war also nicht, es wurde mir aber nicht in die Wiege gelegt mit Whitman, groß zu werden so und vor allem also irgendwo mit Whitman jetzt auch einen Teil meiner Universitätskarriere sozusagen zu beenden. Und insofern ist er was Besonderes und ich bin draufgekommen, erst als ich ihn zu unterrichten begann, wie sehr und wie breit er in der Lage ist und seine Werke in der Lage sind, die Vereinigten Staaten und Amerika als Kontinent unseren Studierenden und den Europäern näher zu bringen. Lillian, wie wir gerade schon gehört haben, hast du als studentische Übersetzerin an der Veröffentlichung mitgewirkt. Wie ist das, wenn man plötzlich vor so einem großen Autor der Weltliteratur sitzt und ihn dann auch noch übersetzen soll? Wie fühlt man sich dabei? Ja, also wie fühlt man sich dabei? Ja, wenn man drüber nachdenkt, jemand ist eine große Person in der literarischen Welt, ne, warum ist das so? Dann ist das ja, denke ich, deshalb, was diese Person inhaltlich uns gibt, aber auch wie. Und über so einen Sachtext denke ich mir, übersetze ich einen Sachtext, dann konzentriere ich mich auf den Inhalt. Aber Whitman macht ja jetzt nicht Sachtexte, sondern es ist Lyrik. Und ich finde, wenn ich an Lyrik denke, dann ist da immer die Form dabei. Ne? Du hast den Inhalt, du hast die Form.
Und für mich, als ich mich damit angefangen habe zu beschäftigen und gewusst habe, so ich übersetze jetzt Walt Whitman, war mir natürlich bekannt aus dem Studium, kommen wir nicht drum rum, zum Glück. Und dann habe ich mir gedacht, eieiei, jetzt habe ich da jemanden, der nutzt Form und Inhalt und ist dafür berühmt, bewundert, der gehört zum Kanon. Wie soll ich das machen? Ne? Wenn ich jetzt einherkomme und den Inhalt in eine Form gebe, in meiner Sprache. Also ich war da schon ziemlich nervös, muss ich sagen. Wie soll das gehen? Hast du denn etwas aus dieser Erfahrung mitgenommen oder gab es irgendwas, was dich überrascht hat in diesem Prozess? Ja, auf jeden Fall. Ich fand das großartig. Es war so fantastisch, sich intensiv mit einem Text zu befassen. Das war unvergleichlich. Sonst hat man nicht so viel Zeit dazu und da hatten wir halt die Gelegenheit. Es war auch überraschend, weil je länger ich mich mit einer Textstelle befasst habe oder mit Kommilitoninnen über eine Textstelle gesprochen habe, desto mehr Details findet man da drin. Ne? Man kann denselben Satz, denselben Vers stundenlang angucken und doch kann man bei vielen Versen immer wieder was Neues entdecken. Und was mich wirklich überrascht hat am Ende war, wie sich mein Verhältnis zu meiner Sprache, meiner Erstsprache, Deutsch, verändert hat. Denn ich komme dahin, denke, okay, ich spreche gut Englisch, schauen wir mal, Deutsch sollte kein Problem sein. Aber sie glauben gar nicht, wie stark sie anfangen, ihr eigenes muttersprachliches Verständnis zu hinterfragen, wenn sie da sitzen und nur bestimmte Worte auswählen dürfen. Die stehen dann da und die sollen das übermitteln. Also ich habe gemerkt, ich glaube, ich muss an meinem Deutsch arbeiten, ganz ehrlich. Herr Müller-Stahl, Sie haben vor gar nicht so langer Zeit den wirklich ganz wunderbaren Bildband Jüdische Freunde veröffentlicht. Darin begegnen wir einer ganzen Reihe bekannter Persönlichkeiten, von Kafka bis Randy Newman. Darf ich Sie fragen, wie Sie auf die Idee gekommen sind, die zu malen? Das hat mit unserer Zeit zu tun. Wenn Sie sehen, dass eine ganze Gesellschaft driftet bis zum Jahre 33 wieder zurück, wenn Sie sehen, wie eine Gesellschaft aus den Fugen gerät, der Antisemitismus, all das hat mich beschäftigt. Und tatsächlich habe ich darüber nachgedacht, wie kann ich die Probleme bearbeiten, wie kann ich sie loswerden. Und ich habe festgestellt, die Weichensteller in meinem Leben waren immer Juden. Ich habe keine Hilfestellung bekommen von Leuten, die nur Deutsch waren. Ich erinnere mich, als ich aus der DDR kam, sagte mir nach dem Film Lola, der mich ein bisschen traurig macht, nebenbei gesagt, denn das ist 40 Jahre her und da sah ich ja noch einigermaßen gut aus. Ich meine, jetzt, wenn man sich überlegt, 40 Jahre weiter, also ich will ja nicht wieder angeben, sagen, ich bin schon 92, aber 92 werde ich erst in 4 Wochen. Aber ich darf es schon andeuten, das ist schon ein eklatanter Sprung. Gut, das will ich aber gar nicht erzählen. Als ich dem Bendland nach Lola begegnet bin, sagte er mir, Herr Müller-Stahl, ich kann aus Ihnen einen Star machen und ich kann Sie fallen lassen wie eine heiße Kartoffel. Und da habe ich ihm gesagt, genau das kannst du nicht. Und das war der Grund für mich, nach Amerika zu gehen. Und in Amerika habe ich nur Leute mit offenen Armen gefunden, die die Arme wirklich geöffnet haben und mich aufgenommen haben. Und mein miserables Englisch haben sie mir verziehen, weil sie haben festgestellt, dass ich ein guter Handwerker in meinem Job bin als Schauspieler. Und ich wurde akzeptiert. Feindseligkeiten habe ich nie erlebt. Also Paul Kohner, der Jude Paul Kohner, die Agentur, der sagte, als ich ihm begegnete, stehen Sie doch mal auf. Ich stand also auf. Er guckte mich an und sagte, wie ist Ihr Englisch? Ich sagte, null. Good morning, good evening, how are you?
Daraufhin guckt er mich nochmal an und sagte, trotzdem, Sie werden es hier schaffen. Und das habe ich tatsächlich geschafft. Ich wurde von meinen Kollegen dort nicht nur akzeptiert, sondern sehr herzlich empfangen und erinnere mich, als ich dem jetzt der Illuminati, ja, Hengst, Tom Hengst. Als ich Tom Hengst gesehen habe, der kam rein, wir sind uns nicht begegnet, er guckte mich an und sagte, Armin! So hat er mich begrüßt und ich dachte, ich bin angekommen. Hier in Amerika. Also das sind alles Begegnungen, die mein Herz erfreut haben und die immer wieder zurückgehen auf die Juden und die Herzlichkeit von ihnen, selbst ein so resoluter Mann wie Reich Ranicki, der ja nun wirklich verstand, Leute auch abzukanzeln. Also ich werde doch noch mal dem... Ja, so war seine Bewegung im literarischen Quartett. Und die Begegnung mit ihm nach den Manns war so herzlich und simpel. Sie war überhaupt nicht angeberisch. Alles war weg. Ich habe niemals den Finger von ihm so gesehen. Das war eine Fernsehshow. Und eine sehr herzliche Begegnung. Das habe ich Ihnen schon erzählt. Der Fritz Wisten, der erste Mann, der mich... Sie müssen mich bitte zur Ruhe bringen, wenn ich zu viel rede. Ja, das kann passieren. Also meine Frau macht das immer regelmäßig. Jedenfalls habe ich bei dem gelernt, das Handwerk. Und zwar habe ich in dem Theater gespielt, Abschied 4 früh von Okesi. Und Fritz Wisten kam zu mir und sagte, jetzt spiel du mal das so, wie das bei Brecht gespielt werden würde. Und das habe ich dann artistisch gespielt. Bei Brecht war es durch den Schall eine total andere Spielweise. Die emotionalen Gefühle zurückgedrängt, keine Gefühle zeigen, sachlich. So habe ich die Rolle dann probiert. Und jetzt mach es mal so wie Peter Brook, der später ein Freund von mir wurde, dieser große englische Theaterregisseur. Wir wollten einen Film zusammen machen und der war mir sehr nahe. Und er sagte mir, der Fritz Wisten, jetzt spiel mal so wie bei Peter Brook. Habe ich gemacht. Und jetzt mach es mal, sagt er, jetzt wie Strehler, der Italiener, Giorgio Strehler, das spielen würde. Jetzt spielst du die Figur so. Und das habe ich gemacht. Und dann sagt er, und jetzt spiele so, wie du das spielen würdest. Und das habe ich auch gemacht. Und dabei bin ich geblieben. Und ich will nur sagen, diese Begegnungen haben mein Leben bereichert. Und bis zum heutigen Tage zeige ich mich Ihnen sehr dankbar. So, ich mache Stolz. Heutzutage malen und zeichnen Sie ja viel. Und mich würde jetzt interessieren, was die Malerei für Sie besonders attraktiv macht und auch, ob Sie glauben, dass die Schauspielerei einen Einfluss auf Ihre Malerei hat. Also ich habe das heute gerade schon versucht, mal zu erklären. Ich habe mein Leben eingeteilt und habe mich relativ doch mutig in meinem Leben verhalten, ohne dass mir das bewusst wurde. Erst als ich auf mein langes Leben zurückguckte, sagte ich, habe Entscheidungen getroffen, die doch sehr ungewöhnlich sind. Also ich kam rüber, abgesehen vom Wendland, den ich eben erwähnt habe, sollte ich den Alten spielen im Fernsehen. Und da wurde mir eine Gage angeboten, die sehr ungewöhnlich war für einen deutschen Schauspieler, also eine Riesengage. Dann sollte ich Schwarzwaldklinik spielen, den Professor Brinkmann. Naja, die Schwarzwaldklinik hat 2 Leute berühmt gemacht. Den Klaus-Jürgen Wussow, der die Rolle gespielt hat,
und den Armin Müller-Stahl, weil er sie nicht gespielt hat. Und diese Entscheidungen waren Entscheidungen. Das muss man sagen, denn ich kam gerade rüber, sagte, da kommt ein Schauspieler aus der DDR und sagt ab als erstes, ist der verrückt? Und ich war verrückt, mit meiner Frau zusammen. Und ich habe dann wieder festgestellt, dass ein gewisser Mut im Leben, Haltung zu zeigen, auch manchmal belohnt wird. Und 4 Wochen später kam, als ich abgesagt habe, den Alten zu spielen, ein Anruf von Costa Gavras. Und wir haben uns getroffen und dann haben wir diesen Film gemacht, der mich allerdings doch sehr belastet hat, eine sehr, sagen wir mal, belastende Figur, eine sehr negative Figur, ein Kollaborateur, ein mieser Charakter, wenn man so will. Aber die Rolle hat mich gezwungen, über die Miesigkeiten vieler Menschen nachzudenken, die es ja immer wieder geht. Und natürlich bin ich in meinem langen Leben auch vielen Leuten begegnet, die mir nicht angenehm waren. Aber da war kein Jude darunter, nicht einer. Und das brachte mich dann auf die Idee, die jüdischen Porträts, die Freunde zu zeichnen. Und da ist Susan Sontag dabei, eine Frau, mit der wir gemeinsam ein Interview gegeben haben. Sie liebte den Film Avalon. Und ich erinnere mich, ich bin tatsächlich, glaube ich, ich wiederhole mich zu heute Morgen. Darf ich das? Ja. Ja? ich glaube, ich bin tatsächlich der einzige deutsche Schauspieler, der einen jüdischen Boss gespielt hat. Und den wollte ich nach Music Box unbedingt spielen. Und ich erinnere mich, ich traf mich mit Barry Levinson in Rom. Es war noch im Gespräch Mastroianni, Marcello und Dustin Hoffmann. Aber Dustin Hoffmann, glaube ich, wollte er nicht gerne besetzen, denn er hatte gerade mit ihm Rain Man gemacht. Und er wollte kein Star-Written-Piece machen mit Dustin Hoffmann. Und ich war relativ unbekannt in Amerika und er wollte seinen Familienfilm machen. Und so hat er mich besetzt. Und da gibt es so schöne Geschichten, die ich aber jetzt nicht erzählen will. Aber jedenfalls habe ich hier nur die Erinnerung, als die großen jüdischen Charakterschauspieler wie Israel Rubinek, wie Lou Jacoby, sich mich sehr misstrauisch angeguckt haben. Was will der Deutsche? Der soll unseren Boss spielen? Wir, uns, diesen großen Schauspielern? Da kommt ein Deutscher aus der DDR obendrein noch und will unser Boss sein? Und Lou Jacoby ging immer als Erster durch die Tür. Und dann ließ er mich als Zweiten kommen. Und dann habe ich mich vor die Kollegen hingestellt eines Tages und habe gesagt, liebe Kollegen, ich war 14, als der Krieg zu Ende war. In meinem Kopf ein Kind. Und das habe ich genauso gespielt wie jetzt. Dramatisch. Ich wollte die Leute überzeugen. Und dann ging Lou Jacoby an die Tür, öffnete sie und sagte, you're first. Und dann wurden wir Freunde, für alle Zeiten. So, lassen Sie mich jetzt bitte in Frieden. Ja, Ihr Wille ist uns Befehl, natürlich. Und insofern möchte ich mich gern an Lilien wenden jetzt. Dich nach deiner Erfahrung während dieses Übersetzungsprojekts so aus Studierendensicht fragen. Ist deine Erfahrung, du hast ja vorhin schon was gesagt, wie die Auseinandersetzung mit dem Gedicht, das
beim Übersetzen das Gedicht ganz anders werden lässt, in beiden Sprachen. Würdest du sagen, dass allgemein das Übersetzen dein Verständnis von Lyrik und natürlich speziell von Whitman verändert hat? Also, aber vielleicht auch so von anderer Lyrik? Also auf jeden Fall. Aus dem Studium bisher kannte ich das so, ich lese ein Gedicht, mache mir 2, 3, vielleicht auch, wenn ich Glück habe, 4 Gedanken dazu. Aber wenn du dich jetzt hinsetzt, ne, Randi, und du liest den ersten Vers und weißt schon, ich muss das jetzt jemandem in einer anderen Sprache sagen, da muss ich mir ja vorher überlegen, wie verstehe ich das denn überhaupt? Sonst kann ich einfach drüber lesen und denken, ja, geht so um, ne, Natur, Freundschaft, so diese großen Themen. Aber wenn du wirklich dezidiert sagen sollst, genau das wird darin zum Ausdruck gebracht. Also für mich war das eine ganz neue Erfahrung, es war viel tiefergehend, weil ich gemerkt habe, da steckt viel hinter. Ne? In der Theorie kann ich mir das vorstellen, da hat sich jemand Gedanken gemacht, presst das in eine wunderschöne Form, klingt auch gut, aber wenn ich mich jetzt damit befasse, muss ich ja wirklich herausfinden, was heißt es. Und dann soll ich ja einzelne Worte wählen, weil ich ja übersetze. Das habe ich als ziemlich limitierend empfunden, weil ich immer gedacht habe, du kannst das so und so sagen oder so und so. Und jetzt, wenn das jetzt jemand liest und nur die deutschen Worte zur Verfügung hat, dann habe ich ja die Entscheidung getroffen, wie ich das verstehe und wie ich das dann rüber vermitteln möchte. Das war schon eine ganz besondere Erfahrung, weil das mich auf eine Lesart sozusagen festgeschrieben hat. Also das kann ich jedem empfehlen. Sie bekommen einen ganz anderen Zugang, vielleicht auch zu Texten, die Sie schon gut zu kennen glauben. Ja. Hat da ein Text von Whitman vielleicht ganz besonders auf dich gewirkt und war für dich auch so in der letzten Zeit dann vielleicht besonders wichtig? Ja, also ich überlege jetzt gerade, mir fallen da spontan 2 Texte ein. Und zwar, die sind auch beide hier drin. Ich habe, als ich das gerade aufgeschlagen habe, gleich durchgeblättert. Die sind relativ zum Ende. Eins, das ist Lesson Poem oder so ähnlich ist der Titel. Und was mich an dem Text so fasziniert hat beim Übersetzen war, dass er so positiv wirkte. Da kam das Wort wonderful so oft vor. Und was alles so wunderbar sein kann. Und ich meine jetzt wunderbar, wir haben dann über den Begriff wunderbar gesprochen. Was ist ein Wunder und was schwingt da überhaupt mit? Ne? Das hat mich lange beschäftigt, weil es ein sehr positiver Blick auf so viele Aspekte der menschlichen Erfahrung ist. Ich habe eher die Tendenz zu gucken, na, vielleicht ist auch ein bisschen Schatten da. Und ich habe gemerkt, dadurch, dass ich mich damit beschäftigt habe, hat sich das auf mich übertragen. Also die Wirkung, die ein Gedicht haben kann, das ist ganz deutlich rübergekommen. Ich habe gesagt, ich habe 2, ne? Ja. Das zweite war das Gedicht, mit dem ich mich befassen konnte. Also ich habe sehr viel Zeit mit einem einzigen Gedicht verbracht und bin da auch ein bisschen dran frustriert an einigen Stellen, weil ich dachte, ich weiß, was es sagen will, aber ich kann es nicht sagen. Und daran merkt man dann, was für eine interpretatorische Leistung das auch ist, wenn man sagen möchte, zu einem Leser, was man darin gefunden hat. Was mir an dem Gedicht Great Are the Myth, das ist die erste Zeile, gefallen hat, war, dass es unheimlich vielfältig war. Wenn Sie mal die Gelegenheit haben, lesen Sie das mal durch. Es ist großartig, great, was alles großartig sein kann. Und da war zum Beispiel eine Passage, da muss ich noch oft dran denken, und zwar ging es da um Stille, Silence. Und zwar, dass Stille genauso ausdrucksstark sein kann wie Worte. Und das ist doch sehr bezeichnend. Ne? Man braucht keine Worte, um jemandem seine Verachtung zu zeigen. Das waren also sehr starke Zeilen, die ich darin gefunden habe. Und um das abzuschließen, am Ende des Gedichts kam eine Passage, die ist dann später in meinem Leben für mich wichtig geworden. Und an die habe ich mich dann erinnert. Da ging es um die Rolle vom Tod. Und wie der Tod dort dargestellt wurde, nämlich als etwas Großartiges, weil er in Dialog gebracht wurde mit, das Leben ist großartig,
aber der Tod genauso. Ich kriege das Bild nicht mehr zusammen, das dort verwendet wurde. Aber das war etwas unheimlich Eindringliches und das ist beim Übersetzen natürlich richtig stark rausgekommen. Also, na klar, begleiten mich da Texte noch. Ja, vielen Dank, Lillian. Dann hätte ich noch eine Frage an Walter, bitte. Und zwar, wie hat sich denn dein Verhältnis zur Lyrik Whitmans verändert durch die so Editionsarbeit, durch den Prozess, an dem so viele mitgearbeitet haben und deren Stimmen du dann hast in Einklang bringen müssen? Ja, ich habe gerade zuerst gesagt, es tut mir leid, dass es so lange gedauert hat, nicht? Also der Prozess, und es war tatsächlich so, wir hatten teilweise für jede Zeile 3 bis 4 Übersetzungen wir mussten also jetzt irgendwo natürlich trotz der Vielfalt der Übersetzungen, der Vielstimmigkeit, der 79 Stimmen, die da drinnen sind, musste natürlich auch das Ganze auf den Nenner gebracht werden. Und der Nenner war dann schlussendlich doch ich und ein paar andere Leute, die sich hier dann bereit erklärt hatten, das Ganze zu lesen und zu versuchen, also jetzt auch irgendwo etwas stilistische Kohärenz reinzubringen. Und das hat aber trotzdem sehr lange gedauert. Ja? Und es war zum Beispiel der Vorteil von dieser Übersetzung, ist, dass die Ideen, Metaphern zu übersetzen, die Ideen, wie man also gewisse englische Ausdrücke ins Deutsche bringt, wenn man dann 4, 5 Vorschläge hat, dann ist es also perfekt. Dann sucht man sich einen raus und ist fast traurig, dass man nicht gleich 2 verwenden kann. Aber andererseits sind die natürlich dann oft sehr inkohärent. Und ich habe mich also gewundert, wie schwer es ist, dann diese sehr vielen vielstimmigen Sprachen, die natürlich in Whitman angelegt sind. Whitman eignet sich für so ein Projekt, weil er selber sehr vielstimmig ist, dann auf dem Nenner sozusagen zu bringen. Wobei dann eben noch das Problem ist, dass man Whitman ins Deutsche bringen muss und diese deutsche Stimme auch noch berücksichtigen muss. Lillian, ich frage mich gerade, wie du eigentlich das Porträt Whitmans von Armin Müller-Stahl in dem Band wahrnimmst, als jemand, der das jetzt mit übersetzt hat. Wie wirkt das auf dich? Also, ich werfe noch mal einen Blick drauf. Walter, als wir zusammen übersetzt haben in dem Kurs, haben wir auch natürlich das, was du vorhin schon beschrieben hast, der Ursprung sozusagen ist, angeschaut. Und ja, ich sehe das da drin, aber ich habe hier nochmal einen anderen Eindruck. Und zwar... Es ist nicht gut. Nein. Ich finde es persönlich ansprechender. Ich finde das faszinierend. Wir haben das ja gerade gesehen. Ne? Und wenn ich das jetzt weiter weg von mir halte, wird es paradoxerweise klarer für mich, die Person, die ich sehe, als wenn ich es nahe heranhalte. Also ich muss mir das Ganze angucken. Und was ich, wenn ich mir solche Porträts anschaue, natürlich immer als erstes anschaue, wie wahrscheinlich die meisten von uns, das Gesicht, ne? Die Augen, also das Fenster zum Wesen des Menschen. Und ich, wenn ich das vergleiche mit dem Ursprung, ich habe den Eindruck, dass es mich direkter ansieht. Dass es mich direkter ansieht. Bei dem Daguerreotypen, den wir gesehen haben, da kommt er mir ein bisschen reserviert vor. Distanziert. Genau, distanziert. Sehr sogar. Und hier habe ich das Gefühl, er guckt weicher, nahbarer. Und wenn ich jetzt mal so schaue, ich habe das Gefühl, er guckt mir in die Augen. Bei dem anderen habe ich das Gefühl, er guckt leicht nach oben, also so ein bisschen vielleicht auf mich herab oder so weiter, hat so eine Distanz. Und finde ich ganz, ganz wunderbar, weil das meine Erfahrung beim Übersetzen auch so ein bisschen komplementiert. So wie Sie ihn schreiben, so ist er mir dann durch das Übersetzen auch zeichnen, ne, und malen, so ist er mir durch das Übersetzen näher gekommen. Und wenn ich jetzt auf dieses Porträt schaue, habe ich auch dieses Gefühl von Nähe, das da entstanden ist. Ja, also mir ist er auch großes näher Kompliment. Gekommen. Ich meine, man muss schon sagen, mich hat er wirklich interessiert insofern, als ich dachte,
Wären wir uns 20-jährig begegnet, hätten wir wahrscheinlich Freunde werden können und hätten darüber nachgedacht, über die Fragilität der Demokratie. Ich denke heute so häufig darüber nach, wie fragil die Demokratie wirklich ist. Und ich hatte neulich in einem Interview gesagt, ich will die Demokratie verteidigen. Klang ein bisschen zu martialisch, also zu mehr nach einem Faustkampf. Aber ich finde in allen Gesellschaftssystemen die Demokratie die beste Form, auch wenn sie nicht überall vollkommen ist. Und sie lohnt sich wirklich zu unterhalten. Und das ist ihm sehr nahe, dem Whitman. Und der Whitman ist mir auch schon vorher mal begegnet, ohne dass wir uns kennengelernt haben. Habe ich ihn schon mal kennengelernt. Aber erst wirklich schätzen und lieben gelernt habe ich ihn durch Sie. Können Sie uns sagen, in welchem Zusammenhang? Nee, das kann ich eigentlich nicht mehr sagen. Ich kann mir sagen, dass dieses Bild, was ich dann gemalt habe, mit der Hutkrempe, die hochsteht, dieses nicht zum Schluss, wie, wenn er aussieht wie Karl Marx, das meine ich nicht. Aber der Junge ist eine mir sehr verwandte Figur, wie er gekleidet ist, wie er sich bewegt. Ich will die Welt kennenlernen. Ich will den Gegenwind spüren, den es gibt auf der Welt. Und er ist eine robuste und eine sehr klare Figur, die in die Zukunft guckt. Und dieses Bild hat mich schon fasziniert. Allerdings auch natürlich das Gesicht, was ich auch gemalt habe oder gezeichnet habe. Er hat auch irgendwann mal gesagt, glaube ich, die Freiheit des Menschen unter einem göttlichen Universum. Kann das sein? Ja, wobei der Gott für ihn natürlich kein theistischer Gott im religiösen, dogmatischer Gott im theologisch-religiösen Sinne ist. Sondern nein, nicht das. Ja, okay. Aber deswegen spielt die Farbe Blau für mich eine wesentliche Rolle. Das ist das Universum. Ja. Der Planet Erde ist blau, wenn wir den von Ferne sehen, blau. Und ich hätte gerne noch, wenn ich das heute noch mal machen würde, die Farbe Grün auch nur reingemischt in das Blau. Also Blau und Grün. Aber Blau ist die Farbe, die unseren Planeten ausmacht. Das Meer ist blau, das Universum ist blau. Ein schöner Tag ist blau, gelegentlich sind wir auch mal blau. Also ich will nur sagen, es gehört alles zusammen. Also das Grün wäre natürlich insofern logisch, Leaves of Grass, Grashalme, nicht? Da ist ja die grüne Farbe vorgegeben und sowohl unser Buch wie auch das ursprünglich hatte so den grünen Cover und so weiter. Sehr schön nebenbei gesagt. Aber andererseits habe ich auch sehr, sehr gefühlsmäßig sofort auf das Blau, das meine Lieblingsfarbe bei ihren Porträts und Malereien insgesamt ist, bin ich sofort abgefahren und habe mir gedacht, super, also da ist das Blau in diesem Bild, das wir gewählt haben, ist das Blau am deutlichsten und am klarsten und ich bin sehr froh, dass es da in dem Buch drinnen ist. Und wie Blau und Grün zueinander stehen, Sie haben gerade gesagt, man könnte das vielleicht sogar in einem neuen Versuch zusammenbringen, die beiden Farben. Ich bin mir nicht sicher, wie gut das ginge, aber es geht gut, wenn man das Grün im Cover hat und das Blau dann einem entgegenlacht auf der ersten Seite, wenn man es aufmacht. Gut, also wenn ich jetzt nicht nochmal ihn malen müsste mit Grün, falls Sie mir den Auftrag geben wollen. Nein. Dann würde ich es blau lassen. Super. Ja, Herr Müller-Stahl, wo wir gerade bei Ihrer Malerei sind und die sich ja offensichtlich auch mit dieser Bewegung in Richtung Westen sozusagen mit auseinandersetzt. Sie gingen
wie Sie sagten, in Ihren Entscheidungen immer weiter nach Westen und auf Whitman zu, wenn wir so sagen dürfen. Haben Sie das Gefühl, dass Sie trotz allem etwas aus Ihren Vergangenheiten in den anderen Orten Ihres Lebens nach den USA mitgenommen haben? Ich hoffe, ich habe das richtig verstanden. Also ich habe Schwierigkeiten mit dem Hören, mit den Augen auch schon. Aber Sie meinen was, dass ich die vergangenen Menschen mit in mein Leben mitgenommen habe? Ja, und ja, auch dann in die USA, weil es klang ja jetzt eher, als wäre sozusagen auch Deutschland im weitesten Sinn und die Orte, von denen Sie kamen, nicht so positiv auf Sie eingegangen. Und Sie fühlten sich sehr willkommen in den USA, im Westen. Und ich frage mich, haben Sie auch was Positives mitgenommen dann? Auch an Menschen, natürlich. Naja, positive war ich selbst. Wenn ich das so arrogant sagen darf. Ich habe mich mitgenommen und ich nehme natürlich die Freunde mit bis zum heutigen Tage, die mein Leben begleitet haben. Mhm. Und die Erinnerung ist ein ganz entscheidendes Gut für einen Schriftsteller, für einen Künstler, weil wir leben mit unserer Erinnerung. Und ich stelle nur fest, dass es immer trauriger wird, weil die Menschen, mit denen ich zusammen war, gibt es nicht mehr. Sie sind gegangen. Und ich verabschiede mich hin und wieder abends, wenn ich meine, ich habe das gerade gesagt, manchmal komme ich auf einen Namen nicht. Und bevor ich einschlafe, nenne ich alle Namen, auf die ich am Tage nicht gekommen bin, und trainiere das Gedächtnis damit. Das ist ein schönes Moment in meinem Schlafengehen. Und da habe ich die Menschen mitgenommen, die in alle Länder. Und ich begegne manchmal in den USA Jack Lemmon zum Beispiel, dieser wunderbare Schauspieler, mit dem ist es nicht schwer gewesen, sich sofort zu befreunden. Wir haben die 12 Geschworenen gedreht. Und ich kam rein zur Probe. Jack Lemmon stand an der Tür, da war ich gerade Oscar nominiert, mit einer Flasche Champagner und sagte: Armin, Prost, alles Gute. Und ich sagte: Jack, wie kommst du darauf? Wir haben uns gleich geduzt. Und naja, du bist doch Oscar nominiert. Naja, sagte ich, das ist ja auch schön. Aber es ist noch nicht die Rolle, ist noch nicht gespielt. Und ich habe nur festgestellt, er war ein wunderbarer Mensch. Wir haben uns auf Anhieb von Herz zu Herz verstanden. Und dann kam George C. Scott rein, der den Patton-General gespielt hat, also ein großer Charakterdarsteller. Und der sah Champagnergläser auf dem Tisch. Und er sagte: Was ist denn hier los? Und Jack Lemmon sagte: Er hat eine Oscar-Nominierung. Auf mich zeigend. Und da sagte er, der George C. Scott: Was soll dieser Quatsch? Lasst uns proben. Der hatte den Oscar sogar mal abgelehnt. Er hat den Oscar in, wie ich mal geschrieben habe, im Klosett versenkt, was natürlich nicht stimmt. Aber ich will nur sagen, der hatte zum Oscar eine sehr zwiespältige Beziehung zu den ganzen Auszeichnungen. Hat er wahrscheinlich viele Dinge erlebt, die ihm nicht so angenehm waren. Also ich will damit sagen, ja, ich habe viele Leute mitgenommen in die anderen Länder. Und gelegentlich treffe ich auch Leute, die sage ich, ja, der ist ja genauso wie der, den ich dort schon kennengelernt habe. Es sind Begegnungen mit gleichen Leuten. Aber wie gesagt, sie sind selbst als Mensch, wenn sie durch die Straßen gehen, im Bruchteil einer Sekunde ist Ihnen klar, wer Ihnen sympathisch ist und wer nicht. Sie sehen, ah, sympathisch, ja. Sie sehen einen anderen, nee.
Nee. Der nicht. Also es ist ganz schnell geschehen. Und so reagiert unser Gehirn, unsere Erinnerung. Allerdings kann hin und wieder noch mal ein bisschen Veränderungen machen. Aber generell sind das unsere Erinnerungen, die wir mit uns tragen und die unser inneres Leben ausmachen. Und auch unser Leben vielleicht ein bisschen wertvoller machen. Vielen Dank, Herr Müller-Stahl. Und vielen Dank auch Walter und Lilien für die wunderbaren Antworten. Und jetzt möchten wir gerne Sie bitten, eine Frage an Herrn Müller-Stahl und unsere anderen Podiumsgäste zu richten. Bitte melden Sie sich, wenn Sie eine Frage haben, und warten, bis Sie das Mikrofon in Händen halten. Funktioniert schon? Ja. Ich würde ganz gerne wissen, wie lange dauert es, ein solches Gemälde anzufertigen, in dem Fall die drei, die Sie hier erstellt haben, und was müsste ich dafür aufbringen, wenn ich mir so eins leisten wollte? Wie lange dauert es, bis Sie so ein Gemälde haben? Und was war der zweite Teil? Zweite Frage, wie viel Geld muss ich aufbringen, um ein solches Gemälde leisten zu können? Wie viel Geld? Wie viel Geld für eins der Porträts zum Beispiel? Also ich kann nur den ersten Teil, habe ich nur verstanden, wie lange es dauert. Es Mikro. Mikro. Ach so. Es gibt Köpfe, die länger dauern. Ich habe gerade auf Wunsch des Bundespräsidenten Ihnen, mit dem ich schon länger kenne, ihn gemalt. Er wollte, kam zu mir und denkt, ach, das ist ein Hollywood-Schauspieler, der wird ja sicherlich eine fantastische Galerie haben. Also ich setze mich hin und male, wie der Heisig den Helmut Schmidt gemalt hat. Und der kam also uns besuchen und ich sagte, tut mir leid, also ich setze dich hier nicht hin und den Bundespräsidenten in den Keller. Ich habe in der Garage dieses Atelier. Es ist also nicht Hollywood-mäßig, es ist eher DDR-mäßig. Und jedenfalls habe ich dann gesagt, gib mir bitte zwei, also ich duze ihn, wir kennen uns länger. Gib mir bitte zwei, drei Fotos und ich werde eine Kombination machen. Und da habe ich ein bisschen länger gebraucht. Und zwar, er hat eine Grundfreundlichkeit im Gesicht. Und ich habe ihm gesagt, der liebe Gott war sehr gnädig mit deinem Gesicht umgegangen. Du hast keine Boxernase, du hast keine abstehenden Ohren, keinen schiefen Mund. Hättest du das gehabt, wärst du viel leichter zu malen gewesen. Aber du hast eine Grundfreundlichkeit in deinem Gesicht. Und zwar hat der liebe Gott dir zwei Grübchen ins Gesicht gepflanzt. Du lachst gerne, du gehst gerne auf Leute zu, du sprichst gerne mit Leuten. Und dann habe ich auch noch erwähnt, ein wichtiger Gedanke, der für mich wichtig ist, nämlich den Gedanken der Vernunft. Du bist ein Mann der Vernunft. Und Vernunft ist eine Vokabel, die viel zu selten heute wird, die im Kreml offensichtlich gar nicht mehr existiert. Da ist sie tot. Da ist Siegen um jeden Preis. Und, aber Vernunft, das war nicht immer so im Kreml. Ich habe auch Gorbatschow gemalt. Und der hing in einer Ausstellung in Lübeck. Und da habe ich auf das Bild geschrieben, ein Mensch. Und darunter, wir verdanken ihm so viel. Und gleichzeitig habe ich auch noch geschrieben, es gab noch einen anderen Russen. Nämlich im Herbst 1962 war ich in Kuba und habe einen Film gedreht. Das war genau zur Kuba-Krise. Und wir erwarteten den Atomkrieg. So ging das Gerücht in Kuba rum. Der steht vor der Tür. Und wir haben uns gegenseitig Mut eingeredet und gesagt, der Tod wird ganz kurz sein.
Die Bombe, die explodiert einen halben Kilometer über dem Ort und dann geht die heiße Welle über einen großen Bezirk und alles, was keucht und fleucht, ist im Bruchteil einer Sekunde weg. Und das hat uns ein bisschen Mut gemacht. Aber als der Krieg dann nicht stattfand, hörten wir, verdanken es zwei Leuten. Kennedy, Khrushchev. Der eine hat die Raketen aus Kuba abgezogen, der andere aus der Türkei. Das war ein Sieg der Vernunft. Und Vernunft ist, wie ich finde, immer wieder eine Vokabel, die eine viel größere Rolle spielen sollte in unserem Leben. Und also ich habe das sicherlich nicht beantwortet, was Sie hören wollte. Aber ich habe mich bemüht, wie Sie gemerkt haben. Herr Müllerstahl, es gibt noch eine, der zweite Teil der Frage, mit dem komme ich gleich, aber ich wollte noch, dass Sie vielleicht uns mitteilen, wer die Wir waren, die damals also in Kuba saßen und sich Sorgen machten. Wer diese Wir waren. Sie sagen, wir saßen damals in Kuba rum und machten uns Sorgen. Wenn Sie vielleicht uns mitteilen wollen, ja, wer das so war. Wir waren, ja natürlich, ich kann Ihnen erzählen, es waren zur selben Zeit 4 Filmteams in Kuba. Es war ein russisches Filmteam mit Jevtuschenko als Autor. Urosewski war der Kameramann, der berühmte Kameramann, der Kraniche ziehen gedreht hatte mit dieser bewegten Kamera, die in die Bäume ging und hat die Kameraleute in der ganzen Welt inspiriert, die bewegte Kamera einzuführen. Und es war ein französisches Filmteam da mit Armand Cati, der auch mal ein Stück geschrieben hat, V wie Vietnam, da habe ich am Theater eine Hauptrolle gespielt. Die Franzosen hatten bereits kubanische Uniformen an, die wollten gegen die Amerikaner kämpfen. Die Russen waren besoffen und die Deutschen wollten weg. Und ich habe mich mit den Russen den Abend vergnügt. Ich bin dann auch besoffen ins Bett gegangen. Und war erfreut, dass dieser Schwarze Freitag, das war, so nannten wir diesen Tag, dass wir noch am Leben sind am frühen Morgen. Und das war mein Erlebnis in Kuba. Ein unvergessenes Erlebnis. Geht noch weiter, aber das will ich jetzt nicht erzählen. Das habe ich auch mal irgendwo aufgeschrieben. Ich wollte noch eine Fußnote machen. Vielleicht zuerst der zweite Teil der Frage. Zweite Teil der Frage ist vielleicht schnell zu beantworten. Das war nämlich, wie viel man auf den Tisch legen muss, um eins Ihrer Bilder zu erwerben. Naja, wenn ich Gerhard Richter wäre, viel. Aber wie gesagt, der bin ich nicht. Und insofern ist das schon bezahlbar. Das mache aber nicht ich. Ich habe mich aus diesem Geschäft rausgehalten, das macht der Galerist. Und ich gucke gespannt zu, wie sich das entwickelt. Und freue mich, wenn es mehr wird. Ja, so simpel ist das. Ich wollte übrigens als Fußnote noch erwähnen, dass also Herr Müllerstahl das offizielle Bild des Bundespräsidenten gemalt hat. Das heißt also, es gibt ja für jeden Präsidenten gibt es also ein ganz offiziell kommissioniertes Bild und das stammt eben von Herrn Armin Müller-Stahl, was ich also wirklich auch sehr bemerkenswert finde. Ja, und ich muss sagen, der Steinmeier hat eine wunderbare Rede auf dieses Bild hingehalten, weil er auch jemand ist, der Kunst gerne verstehen will. In den Galerien erleben Sie ja immer wieder Leute, die den Bildern, die sie anschauen sollen, den Rücken zudrehen und ein Glas in der Hand haben und über alles Mögliche sprechen, bloß nicht über das, was sie sehen sollen.
Und Steinmeier hat wirklich zwei Laudatien für Ausstellungen, die ich gemacht habe, gehalten und hat sich mit Bildern beschäftigt. Unter anderem habe ich auch ein Bild, das habe ich Ihnen gestern erzählt, ich schäme mich ein bisschen, das auch zu erzählen, ich habe Obama gemalt auch. Aber Obama habe ich in seiner schlimmen Zeit gemalt, wo er nichts durchsetzen konnte. Die Tea Party hat ihn gefesselt. Und dieses Bild mit blauer Farbe, auch aber eine dunkle blaue Farbe, geht über sein Gesicht und an den Rand habe ich geschrieben, Obama gerät von einer Scheiße in die nächste. Und bei der Laudatio hat Steinmeier gesagt, aber jetzt so betont, wie ich das sage, Müller-Stahl hat gesagt, Obama gerät von einer Scheiße in die nächste. Und das hat er so gedrückt, weil ich merkte, es war ein Bedürfnis. Und dann machte er eine Pause und sagte, er kann das sagen, ich nicht. Ich verstehe, das war ihm ein Genuss, glaube ich, das wiederzugeben, was er fühlte. Und ich habe ihm offensichtlich den Stoff dafür geliefert. Naja, also. Gibt es vielleicht noch eine Frage aus dem Publikum? Hallo? Ja, hier oben. Ja, vielen Dank für diese wirklich interessante Diskussion und ja, für die wundervollen Geschichten, Herr Müller-Stahl. Es ist wirklich sehr interessant. Ja, Sie haben ja nun alle darüber gesprochen, wie wichtig Ihnen Kunst ja, in ihren verschiedensten Formen, sei es Malerei oder ja, die Übersetzung von Lyrik oder eben auch die Schauspielerei ist. Und mich würde interessieren, wenn wir auf die Beziehung zwischen Deutschland und den USA schauen oder auch überhaupt internationale Beziehungen, welche Rolle die Kunst Ihrer Meinung nach spielt in der Hinsicht, vor allem ja auch in den heutigen Zeiten, die ja global ja, recht schwierig sind. Genau. Kunst, gerne, das sind nicht wir. Das können Sie doch viel besser beantworten, glaube ich. Was war Künstler. Die Frage? Ich habe es wieder nicht verstanden. Also, die Rolle von Kunst in der Völkerverständigung im weiteren Sinne. Na, eine große. Ich finde, die Kunst ist... Kunst und Politik hat zu allen Zeiten eine Ehe gespielt. Die Kunst war in der Tagespolitik immer die Unterlegene. Aber, und jetzt kommt es, im langen Leben am Ende siegt die Kunst und nicht die Politik. Jeder wird wissen, wer Beethoven ist, wer Mozart ist, wer Rembrandt war, wer Michelangelo war. Und keiner wird wissen, wer war der 24. Präsident der USA und wer war der vierte Kanzler in Deutschland. Keiner wird das wissen. Ich weiß es jetzt schon nicht. So, ich glaube, wir können vielleicht noch eine Frage nehmen oder wenn es zwei sind, die direkt hintereinander stellen. Ja, vielen Dank. Meine Frage geht an meine ehemaligen DozentInnen und zwar habe ich mich die ganze Zeit gefragt, als ich jetzt hier eingeladen wurde und auch damals schon, als ich das Seminar noch hatte, welches Potenzial sehen Sie eigentlich in der Übersetzung als analytische und interpretatorische Methode zum Erschließen von Lyrik für die Zukunft zum Beispiel und auch für die Lehre? Soll ich?
Also zunächst mal haben Sie, glaube ich, hast du, glaube ich, ja eine Antwort schon gegeben. Das Potenzial der Übersetzung ist interpretatorisch. Das heißt, jedes Mal, wenn ich ein Gedicht übersetze, muss ich mich entscheiden, was will ich eigentlich jetzt, was will ich übersetzen, wie will ich es übersetzen, was, wie spricht es zu mir, so ungefähr, nicht? Aber die zweite Geschichte ist natürlich, nachdem ich ja heute, das habe ich zum ersten Mal gemacht, übrigens offengelegt habe, dass ich also nicht mit Lyrik geboren wurde, ich glaube, dass Übersetzung für die doch vielen Menschen, die also, sagen wir mal, nicht eine natürlich affine Affinität zur Lyrik haben, dass sie Übersetzung dahin führen kann. Und dass viele Menschen, die Angst haben, ob sie jetzt wirklich auch das Zeug haben, kreativ zu sein, vielleicht auch selbst Lyrik zu schreiben, vielleicht einen Schritt machen können, indem sie zunächst mal ein Gedicht übersetzen, statt selber ein neues zu schreiben. Und ich glaube also, diese Idee der Verbindung des Analytischen mit dem Kreativen, das in der Übersetzung vorkommt, ich glaube, das ist wichtig. Und wir hatten ja irgendwann mal sozusagen die Teufelsaustreibung gehabt. Die Übersetzungen waren also hatten nichts zu tun im Fremdsprachenunterricht, aber das war natürlich die Art von Übersetzung, die wir von Latein her kannten. Und ich würde argumentieren, dass wir ja vielleicht die Übersetzung wieder reinbringen können, aber jetzt nicht als, das ist richtig, das ist falsch, sondern das ist die Möglichkeit, ein Kunstwerk weiter zu öffnen und für dich selbst mit diesem Kunstwerk, sag mal, etwas Neues zu entdecken. Und das ist dann vielleicht doch ein neuer Weg, Menschen auch in der Fremdsprache und mit der Fremdsprache jetzt hier auf neue Wege zu bringen. Wir danken sehr herzlich für die Frage. Wenn sich jetzt nicht noch jemand meldet. Ja. Ich hätte auch noch eine Frage. Und zwar, Herr Armin Müller-Stahl, Sie haben ein sehr bewegtes Leben bisher gelebt und haben auch viele Krisen, auch also in der Welt, erlebt, haben aber mutige Entscheidungen getroffen, waren zuversichtlich und positiv. Was sagen Sie uns heute, wie man in der heutigen Zeit und mit den Krisen der heutigen Zeit mutig sein kann und positiv und zuversichtlich sein kann? Erlaubt unsere politische Situation, uns zuversichtlich und mutig zu sein? Naja, ich finde, das ist eine Voraussetzung. Sie müssen einen Weg für sich finden, jeder muss einen Weg für sich finden, mit Problemen. Jeder Mensch hat Probleme. Es gibt kein Leben, das nur eine Asphaltstraße hat. Überall gibt es Schlaglöcher in jedem Leben und Sie müssen Kräfte in sich entwickeln, die ihnen die Möglichkeit gibt, überhaupt leben zu können, in einer Zeit, die so scheußlich ist, wie sie jetzt ist. Sie sehen ja, dass da ein Mann heute die Welt bedrohen kann. Ein Mann. Das ist eine Wiederkehr, was wir schon mal erlebt haben. Wir haben Hitler schon mal erlebt. Das war ein Mann, der die Welt zerstört hat, den größten Teil der Welt. Und sie sind dem Leben ausgeliefert, total, wenn sie keine Kräfte entwickeln, keine Möglichkeiten finden, in sich Widerstand zu leisten. Sie müssen Leute suchen, mit denen sie zusammen sind. Sie müssen auch mal, ich habe das genannt, bei mir jedenfalls, lieber ein Knick in der Karriere als im Rückgrat. Und ich habe mich weitgehend, glaube ich, rückwärts gedacht, daran gehalten. Und das hat mir auch Kraft gegeben. Viele finden im Glauben eine Möglichkeit, Kraft zu finden. Also man muss im Suchen, im kreativen Teil, was ist möglich? Sind Sie begabt, dieses zu machen oder jenes zu machen? Können Sie schreiben? Können Sie auch malen? Können Sie Musik machen? Können Sie singen? Können Sie irgendetwas machen, was Sie von den Scheußlichkeiten des Lebens wegbringt? Haben Sie mal gesucht, ob Sie Talente haben?
Naja, das ist eine Voraussetzung. Das ist eine Voraussetzung. Wenn Sie etwas gefunden haben, sind Sie glücklich dran. Also ich finde einfach, es bedeutet, wir müssen mit dem Leben, was nicht, wie gesagt, eine Einfallstraße ist, fertig zu werden, und zwar auf gute Weise. Das hat ja der Whitman eben auch gemacht in seinem Gut. Er hat also Gedichte geschrieben, die keine Form, keine Versform haben, hat Alltagssprache in Nein gestreut, in die Poesie. Das ist mir, hat Shakespeare nicht gemacht. Und ich finde auch die gereimte leichter, weil sie leichter zu vertonen ist. Diese Lyrik von Whitman ist schwer zu vertonen. Also ein Lied draus zu machen, ist, glaube ich, kaum möglich. Und er ist aber sensationell häufig vertont worden. Ja, also es gab vor 20 Jahren mal eine Bibliografie, das war über 2000 Vertonungen Whitmans. Naja, die waren alle begabter als ich, das kann ich schon verstehen. Also ich will das nur Ihnen mit auf den Weg geben. Ich hoffe, ich habe Ihnen eine kleine Anregung gegeben. Vielen Dank für die Anregung, aber auch für Ihre Fragen aus dem Publikum und natürlich einen ganz besonderen Dank an unsere Gäste, die sich die Zeit genommen haben, uns Rede und Antwort zu stellen. Vielen Dank. I tramp a perpetual journey. My signs are a rainproof coat and good shoes and a staff cut from the woods. No friend of mine takes his ease in my chair. I have no chair, nor church, nor philosophy. I lead no man to a dinner table or library or exchange. But each man and each woman of you, I lead upon a knoll. My left hand hooks you round the waist. My right hand points to landscapes of continents and a plain public road. Not I, not anyone else can travel that road for you. You must do it yourself. It is not far, it is within reach. Perhaps you've been on it since you were born and did not know. Perhaps it is everywhere, on water and on land. Shoulder your duds, and I will mine, and let us hasten forth. Wonderful cities and free nations we shall fetch as we go. Ich vagabundiere auf einer ewigen Reise. Man erkennt mich am wasserdichten Mantel, den guten Schuhen und einem Stab, geschnitten in den Wäldern. Keiner meiner Freunde macht sich's auf meinem Stuhl bequem. Ich habe keinen Stuhl, noch Kirche, noch Philosophie. Ich führe niemanden zu einer gedeckten Tafel oder zur Bibliothek oder zur Börse. Aber jeden Mann und jede Frau von euch führe ich auf einen Hügel. Meine linke Hand umfasst eure Hüfte. Meine rechte Hand weist auf Landschaften von Kontinenten und eine gewöhnliche Landstraße. Weder ich noch sonst wer kann auf dieser Straße für euch reisen. Ihr müsst sie selbst bereisen. Sie ist nicht fern, sie ist in Reichweite. Vielleicht seid ihr seit Geburt drauf gewesen und habt es nicht gewusst. Vielleicht ist sie überall, auf Wasser und auf Land. Schultere deine Klamotten und ich schultere meine.
und lass uns forteilen. Wunderbare Städte und freie Nationen werden wir auf unserer Reise erreichen. So, nachdem alle offenbar schon halb bei ihren Folgeterminen sind, will ich mich kurz fassen. Das Gedicht war aber ein wunderbarer Rausschmeißer. Insofern will ich einfach nur noch mal meinen Dank loswerden. Zunächst mal an das Übersetzungsteam mit Walter Grünzweig, dann natürlich an den Verlag für die Herausgabe des Buches und natürlich an Armin Müller-Stahl für das wunderbare Gemälde. Ich darf in dem Zusammenhang noch hinweisen darauf, dass wir immer noch in der Pandemie sind, dass Corona zugegebenermaßen nachlässt, aber immer noch da ist. Deshalb bitte ich um Ihr Verständnis, dass im Nachgang dieser Veranstaltung persönliche Begegnungen mit Armin Müller-Stahl nicht möglich sind. Da bitte ich einfach um Ihr Verständnis. Ansonsten, liebe Gäste, wünsche ich einfach, dass Sie noch einen schönen Tag haben. Danke für Ihre Aufmerksamkeit und würde Sie ermutigen, heftig U-Bahn zu fahren und Gedankenzüge zu ändern, damit Sie das, was Sie heute gehört haben, noch mal nachverfolgen können. Wir haben auch noch ein kleines Präsent für Armin Müller-Stahl. Das würden wir ihm aber jetzt persönlich im kleinen Kreis überreichen, damit wir Sie nicht länger hier aufhalten und nicht die ganze Zeit das Quietschen der Tische ertragen müssen, während wir ihm das Geschenk überreichen. Dann würde ich die Veranstaltung beenden. Applaus